Okay, let's try something different. Moin moin Leute und willkommen zu einer neuen Special-Folge von Death by Daylight. Wir haben wieder mal 1 Million Blutpunkte zusammen. Die Blutsteine haben wir, oder schillernde Scherben, so wie sie jetzt heißen, haben wir leider nicht voll, so dass wir uns einen Perk holen könnten. Aber ja, leveln einfach mal den Ace. Als erstes haben wir natürlich direkt mal einen Perk bekommen. Dann halt diese ganzen Opfergaben. Die Elementschläge, als wenn es nur noch 2 Tage geht, was ich nicht schon werde, weil ich nicht so intensiv gespielt habe. Deswegen werde ich auch von die Jacken bekommen. Ist nicht allzu schlimm, der Jugend spielt mich ja insofern wenig so oft. Und deswegen ist das nicht schlimm, dass ich die Jacke da bekomme. Hier halt schön mit den Bremsen angefangen habe, aber ist ja nicht so schlimm. Kann ich nicht leben. So, bis Level 10 wird uns ja eh nichts abgenommen. Deswegen gehen wir das hier alle mal schnell durchlaufen durch. Und geiern uns hier die ganzen Roten. So, Level 10 der Endgruppe. So, wir holen uns dann natürlich erstmal den Lüfter. Und er hat natürlich auch das Turb-Item mitgenommen, das ist schon gut. So, ah, so eine Kasse machen. Oder? Ne, mit offener Hand. Quatsch. Jetzt ist wieder kein Antiplus bei, wie auch immer. So, Widerstandsfähigkeit. Ja. Hatte das teure Addon mitgenommen, das ist schon mal gut. Selbstversorgung, sehr schön. Den roten Anschlag auf jeden Fall. Schlüssel-Addon mal lieber, die Gläser da nehme ich nicht allzu gerne. Dann den Anführer für den roten Umschlag. Bubblebox, Asterisk-Kosten. Und die Linse. Zweiten Workslot. Ass im Ärmel oder Saboteur. Wir holen uns Ass im Ärmel. Ass im Ärmel, praktisch. So, wir machen schnell die 5 Blutpunkte. 5 Blutpunkte retten. So, dann haben wir wieder die Einkaufsbrauche. Ja, hat schon. Ja, scheiße. Undeutsam, naja, spiele ich nicht oft mit, aber bin ich da. Eine Taschenlampe ist ja jetzt deutlich leichter, den Killer zu blenden. Also, wenn er nicht unbedingt dabei hat. Aber ansonsten ist es ja leichter geworden. So, dann erstmal den Kuchen der Flucht. 25% mehr Blutpunkte. Und die Bananen. Das ist schon schön. Dritter Perkslot. Perks rüste ich immer erst gleich, immer am Ende aus. Nehmen wir Sabus Tür. Was ist das? Ach so, so weit wie möglich weg. Verdammt, hätte ich nicht nehmen sollen. Dann hätten wir da mit einem Punkt alles Mögliche. Aber naja, nicht schlimm. Den roten Anschlag. So, das müssen wir ja mitnehmen. Einziger Überlebender. Das
sehr schön. Zwei Teile nehmen. Das ist weg. So, das Kartenkarton. Das ist okay, kann man mit leben. Einziger Überlebender, die Regina. Batterie will ich auf jeden Fall haben. Okay, der Sammelkasten ist jetzt nicht das günstige gewesen. Schlüssel würden wir uns auf jeden Fall haben. Jetzt bin ich bei den Treffen. Ja, okay. War ja eben das eiserne Wille auf 1. Den vierten Boxlack haben wir freigeschaltet. Den beiden mal nach unten. Erstmal ausgewogene Landung und hier ist auch so eine Geheimtür. Oh, nice. Bin ich speziell Schlüsselerde. Das ist immer schön. Dann. Hartung oder Plünderprüfung. Gerissenes Fleisch oder schnell und leise. Der und leise nehmen wir. So, dann da werden 75% Blutpunkte oder 180 Einheiten. Zwei weitere Kisten. Abholten unbedingt. Wird auch von anderen Seiten getroppt. Niederwild oder Fling. Ah, wieder hätte man ihn nehmen sollen. Aber egal, jetzt haben wir es genommen. Das war okay. So, Lehrmacher. Mit offener Hand. Sehr schön, den Wunder ist ja direkt. Dann nehmen wir zwei rote Hände. Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. So, Glück aller Überlebenden. Das ist für einen Sunny-Kasten. Erhöht leicht die Heilungsgeschwindigkeit. Erhöht einmal oder. Ne, wir nehmen das. Wäre das jetzt mit schnellerer Heilungsgeschwindigkeit gewesen, dann hätte ich das garantiert mitgenommen. Warte, das nehmen wir nicht. 1, 2. Heißt, wir nehmen das und das. Und nehmen wir den. Es ist ja egal, welches wir von beiden nehmen. So, dann Bindung. Selbstversorgung, weil da direkt noch so ein Blutstillungsmittel mit dabei ist. Das kann er ruhig haben. Das Karten-Addon oder ja, Opfergabe brauche ich nicht. Besonders weil ich die Map nicht unbedingt mag. Muss man jetzt vorbereiten, damit man Blattpackenschwimmer bekommt. Ah, sehr schön. So, dann widerstandsfähig. Oder städtische Invasion, städtische Invasion. Nee, nehmen wir nicht mit. Bin ich nicht unbedingt der Fan von. Also ab und zu kann man es mitnehmen, aber wirklich mitnehmen muss es nicht. Also das ist dann mehr so dann ein Sammlerstück. Oh, nice. So, das holen wir. Dann die Taschenlampe. Die Blutspritze holen wir uns. Deutlich das Glück und das sehr schön. Level 36. Städtische Invasion oder Ass im Ärmel? Warte mal, bei Ass im Ärmel. 50% für einen Kampf auf besondere Items mit einem Add-on.
städtische Invasion oder dunkle Wahrnehmung. Dann nehmen wir städtische Invasion. Die 25% natürlich. Kann er haben. Das ist ein Karten-Addon gewesen. Das ist richtig. Das will ich nicht. Dann muss ich trotzdem machen. Naja, klar. Kann nicht mehr. So, Selbstheilung. Ja. Nehmen wir Selbstheilung direkt mit. Geben wir ihm das? Verschwinden ja zwei Items. Ist die Frage, geben wir ihm das oder geben wir ihm das nicht? Ich weiß ja nicht, was danach mit den roten Umschlägen passiert, wenn das Event zu Ende ist, ob man da die Blutspunkte ausgezahlt kriegt. Also zumindest diese 3000 Blutpunkte, ob man die ausgezahlt bekommt. Ja, wir nehmen die 50% mehr Blutspunkte. So, dann Ass im Ärmel packen mal rein. Und dann verstärkt die Aura-Lesefähigkeit von dir und deinem Team. Erhöht den Bereich der Aura-Lesefähigkeit um 6. Wow. Habe ich jetzt sofort verstanden, worum es da ging. Packen wir das mit rein, das mit rein. Anführer Adrenalin. Also ich verstehe nicht, wofür der ist, mit offener Hand. Wofür, welcher Bereich der Aura-Lesefähigkeit, dass man besser sehen kann oder was. Das wäre halt wieder so interessant, was gemeint ist. Was haben wir ansonsten noch hier für Perks? Ah, nehmen wir städtische Invasion. Hier rüsten wir mal direkt aus. Ein Escape Gate. Den kann man lasten hier. So. Ah ne, wir lassen ihn so. So sieht er was aus. So. Und ich würde sagen, das war's jetzt auch schon. Wir haben alle Blutpunkte ausgegeben. Wir haben 1 Million Blutpunkte ausgegeben. Haben wir sie ordentlich für Ace investiert. Und wenn euch die Folge gefallen hat, lasst einen Daumen da, schreibt was in die Bewertung und wir sehen uns in der nächsten Folge von Dead by Daylight. Haut rein, bis dann. Ciao.